Hallo und willkommen zurück. Ja, jetzt stehen wir hier. Das Mädchen, die Iris, ist tot. Und jetzt schauen wir mal nach, ob wir hier nicht irgendwo Spuren von unserem eigenen Mörder finden. Der Typ muss wirklich stark sein. Das ist uns eigentlich auch schon aufgefallen. Das ist uns eigentlich auch schon aufgefallen, als wir aus dem Fenster geschmissen wurden. Also, so war mein Eindruck. Wie der uns geschnappt hat und einfach mal rausgeschmissen. Ja, jeder Security-Mann würde sich über diese Kraft freuen, aber nicht immer der Fall. Fehlt hier noch was? Fensterscheibe ist heile. Ja, schließen wir mal ab. Oh Gott. Ah, nein, nein, bitte hör auf. Bitte lass mich in Frieden. Es tut mir leid, bitte. Bitte nicht. Was willst du von mir? Bitte komm mir lieber. Wenn sie in der Klinik geblieben wäre, würde sie jetzt noch leben. Halte nicht zu stark an dem fest, was dich hier hält. Denk daran, es war nicht deine Schuld. Es tut mir leid. Was hat er hier noch getan? Na dann mal rein nach da oben. Jetzt reicht's mir endgültig. Ach, kommt hier nicht rein. Ja auch nicht. Katze! Wenn Mama eine Katze braucht, ist keine da. Was denn? Das Werk eines Monsters. Gut, wir sind uns einig. Oh, nee. Leichen. Überall. Was? Was ist los? Dem Kerl ist nichts heilig. Ach du Scheiße. Heilige Scheiße. Ist das das Hochzeitspaar? Können Sie mich hören? Sie haben einfach aufgehört zu reden. Wie kann einer sowas tun? Ja, das frag ich mich auch. Wir wissen zu wenig. Komm, raus hier. Oh, das glaube ich doch nicht. Was tut sie da?
ängstlich ist sie. Braucht Hilfe? Falt? Das ist das komplette Chaos. Ich stelle mir haufenweise Fragen, zum Beispiel, wo er wusste, dass sie da ist. Wieso denn eine halbe Hochzeitsgesellschaft hier niedermetzelt, um die Zeugin zu bekommen? Zeugin, Anführungszeichen, die wusste doch noch nicht mal, wer der Mörder ist. Also, das ist alles ganz kurios. Es gibt wenig Spiele, wo ich so einen richtigen Hass entwickel. Das ist eines davon. So, eines habe ich übersehen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht das Entscheidende. Glaube ich nicht. Ich probier's mal. Was würde sie an Gründe für den Mord an ihn denken lassen? Das Mädchen ist weggelaufen. Auf sie hat er es abgesehen, nicht auf uns. Ganz offensichtlich. Mann. Okay, dann schließen wir das hier ab. Okay, alle zusammen, lasst uns das Bild machen. Wir müssen jetzt zum Empfang. Kommt alle her. Hey, ist sie okay? Ist schon gut. Ist schon gut. Alles in Ordnung. Mach Angst. Lass mich los. Er ist hier. Scheiße. Hören Sie, Sie sollen verschwinden. Hey. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Nein. Nein, 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 das waren keine normalen Glockenmorde. Diese Leute waren bloß im Weg. Er hatte es auf Iris abgesehen. Ob es in Joyce Zimmer noch mehr Beweise gibt? Joyce Zimmer. Wo müssen wir da hin? Erstmal raus. Wo war denn das Mädchen? Nee. Nein. 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 Toilette sowieso nicht. Ich glaube, nach oben muss ich. Ich probiere mal den Fahrstuhl. Nee, Treppe. Ach du Schande. Oh nein. Wie soll ich ihr das mit dir nur beibringen? Warum war der Mörder hier? Grobe Wunde. Was? Er starb, als er versuchte, Iris zu beschützen. Ich glaube kaum, dass es Joy deshalb weniger wehtut. Verdammt.
eins von fünf Hinweise. Katze? Das bin noch ich, bin noch die Katze. Oh. Was entdeckt. Okay, was hat er entdeckt in diesem Bild? Die Mutter und Tochter, nun weiß er es wohl. Das muss er doch vorher. Nur ich da, finde ich. Hier noch was? Das hört sich unanständig an, ne? Oh. Fünf von fünf. Ne, Antwort können wir ja jetzt schon finden. Der Mörder wurde unterbrochen. Foto hat er hingeschmissen und den Priester umgebracht. Sie mag vielleicht nicht die ideale Mitbewohnerin sein und sie hat Ecken und Kanten, aber das Zimmer wird dir gefallen und ihr werdet gut miteinander auskommen. Keine Sorge, ich komme mit fast jedem aus. Ausgezeichnet, das ist das Zimmer. Da wären wir. Pate, was ist los? Geh, geh! Der Mörder war wegen Joy hier und hat stattdessen Iris erledigt. Das hier ist eine Sackgasse. Und wo ist Baxter? Wenn er nicht hier ist, schuldet er uns eine Erklärung. Was ist mit dir? Hast du was gesehen? Hey, was los? Wir sind uns schon so nah gekommen. Verdammte Katze. Wo ist sie hin? Bin's dein alter Kumpel Ronan. Ach. Was zum Teufel war das? Der Mörder hat was in den Luftschacht fallen lassen. Vielleicht kann mir die Katze helfen, da ranzukommen. Darauf habe ich gewartet, jawohl. Was machen wir als erstes? Ja, Miaun. Wo ist dieser Schacht? Wo ist der Schacht? Meine Spuren. Mau, mau, mau. Der hat was verloren, der Typ. Aber wo? Weißt du nicht? Okay. Ich habe gar nicht gesehen, dass hier ein Schacht wäre auch. Aha. Da ist er. Oh. Das wäre eine... Au. Danke für die Hilfe. Ja, nu?
mach was. Nix, Gabel. Das war Schlüssel. Ach was. Ich kenne dieses Haus. Klar. Nicht Kirche. Schande. Irgendwie... Hä? Das ist es. Das Versteck des Mörders. Ich muss zum Haus des Urteils. Was ist denn? Oh Mann, wie mich das Ding nervt. Dreh dich um. Ja. Wow. Okay, egal. Huch. Ich komm mal rüber. Gar nicht. Wir kommen hier nicht raus. Zurück. Ich habe das Gefühl, die Zeit drängt. Haben wir wieder eine Katze? Das Ganze hinkriegen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.